mich bedanken für die Einladung, einen Beitrag hier zu leisten und vielleicht passend zu Ihrem Vorhaben und auch zur Tagung. Würde ich gerne mit Ihnen kurz besprechen, die Ergebnisse einer Studie, durchaus ähnliche Themenlage zu Jugendpartizipation, Demokratie und sozialen Medien. Finanziert in Auftrag gegeben wurde die Studie oder in Kooperation mit einer oberösterreichischen Stiftung, Academia Superior, Gesellschaft für Zukunftsforschung. Wir haben die Studie in der Universität Salzburg dann entwickelt und sie wurde schließlich vom Linz-Institut Marke durchgeführt. Kurz ein paar Sätze zu mir. Also mein Name ist Reinhard Heinisch, bin Professor für vergleichende österreichische Politik an der Universität Salzburg. Die Studie, ich zeige Ihnen nur einfach ein paar Detailergebnisse einer umfangreicheren Studie zum Thema Demokratie, soziale Medien, Jugendpartizipation, wobei wir uns Österreich insgesamt und dann nochmal ganz besonders Oberösterreich angesehen haben. Durchgeführt wurde die Umfrage im 2021, von uns konzipiert, wie gesagt, und von der Firma Market in Linz durchgeführt. Es ist eine repräsentative Stichprobe von ungefähr 1200 jungen Österreicherinnen und Österreichern im Alter von 16 bis 26 Jahren. Wenn wir uns zuerst mal ansehen, die emotionale Befindlichkeit, das ist die Stimmungslage, und Jugendliche fragt, wie sie die aktuelle Situation emotional bewerten, also ob sie besorgt sind, verärgert sind, wütend, hoffnungsvoll, zuversichtlich, dann sehen wir, dass die Stimmung überwiegt, dass Jugendliche oder junge Österreicher und Österreicherinnen vor allem besorgt sind, gefolgt von verärgert, gefolgt von wütend und dass deutlich geringer die Antwort kam, dass sie hoffnungsvoll oder zuversichtlich sind. Vielleicht sehr zu denken sollte uns geben, dass fast 60%, also 56,7% meinten, dass es Jugendliche oder junge Österreicher in der Zukunft schwieriger haben werden als ihre Eltern oder dass das Leben, dass sie eben nicht ein besseres Leben haben werden als ihre Eltern. Und das ist schon bezeichnend, weil wir immer bis jetzt davon ausgingen, dass es umgekehrt war, dass also man meint, die Jugend oder Junge werden es besser haben. Und das ist schon ein sehr, glaube ich, das sollte uns schon sehr zu denken geben. Wenn wir die Jugendlichen und junge Österreicher und Österreicher befragen, welche politischen Themen ihnen Anliegen sind, dann wir sehen immer Oberösterreich und Rest Österreich quasi hier parallel herausgegriffen. Wir sehen aber, dass die Ergebnisse extrem ähnlich sind. Dann sehen wir, dass das Thema Umwelt ganz zentral ist, das natürlich in den Mitten der Corona-Pandemie Corona ein ganz zentrales Thema war, aber dann auch Pflege und Gesundheit. Das ist schon interessant, weil man ja immer meint, junge Österreicherinnen und Österreicher, Jugendliche sind nicht gesund und sind eher Themen für Ältere. Aber natürlich gerade in Bezug auf die Pandemie und die Gesamtsituation waren das Thema Umwelt und das Thema Gesundheit und Pflege für die Befragten von zentraler Wichtigkeit. Gefolgt dann von sozialer Gerechtigkeit, Fragen der Arbeit und Bildung. Und das ist auch nicht weiter überraschend, dass andere Themen, sagen wir Kriminalität, Familienpolitik, Terrorismus, Zuwanderung waren deutlich geringere Themen. Wenn wir Fragen, also Zustimmung zu bestimmten Aussagen, Themen betreffend, hier sehen wir, dass auch hier soziale Themen eigentlich dominieren, dass also die Politik vor allem soziale Ungerechtigkeit bekämpfen muss. Da waren über 70% Zustimmung, Einkommensunterschiede zu reduzieren, Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Also, und dann Umwelt. Also hier sehen wir ganz klar, dass dort die Schwerpunkte des Interesses der Jugendlichen liegen und dass andere Themen einfach deutlich weniger wichtig sind oder dass hier die Zustimmung dann sehr rapide abnimmt. Vor allem Themen, die vielleicht wie Zuwanderung, die sonst sehr stark in der Öffentlichkeit und in den Medien präsent sind. Interessant ist auch die Erwartungen an Politikerinnen und Politikern, den Politikstil. Was möchte man? Möchte man, dass Politiker durchsetzungsstark sind, dass sie volksverbunden sind, mitfühlend, sprachgewandt, gut aussehend, jung? Wir gehen oft davon aus, dass junge Bürger und Bürgerinnen Politiker als alt empfinden und vielleicht sich deutlich jüngere Politiker wünschen. Wenn man das abfragt, ist ganz interessant, dass Volksverbundenheit sehr stark ist, dass man das zwar bei Österreicherinnen mit und ohne Migrationshintergrund, wir haben uns das ja getrennt auch angesehen,
Und Migrationshintergrund heißt einfach, dass man selber oder die Eltern im Ausland geboren sind. Durchsetzungsstark, auch das ist sehr wichtig. Auch das Gefühl, dass eine ohnmächtige Politik nichts erreichen kann und dass dann vielleicht zu viel geredet wird, aber zu wenig umgesetzt wird. Also auch hier, glaube ich, sowohl die Volksverbundenheit wie die Durchsetzungsstärke eine Reaktion auf unsere Zeit. Mitfühlend und prinzipientreu. Und interessant, dass also Dinge wie Jugend, Jungsein, Aussehen, hohe Bildung oder Redegewandtheit bei Politikern und Politikern deutlich weniger wichtig sind. Wenn wir uns dann mit der Zufriedenheit oder wenn wir nach der Zufriedenheit der Demokratie fragen, dann sehen wir, dass die meisten jungen Österreicher also mit der Demokratie an sich zufrieden sind, vielleicht eher zufrieden als sehr zufrieden. Man muss auch dazu sagen, das sind immer so, wir nennen es Valenzthemen, das sind Themen, die an sich immer sehr hohe Zustimmung generieren. Man muss auch bei der Interpretation aufpassen, was jetzt jeder Einzelne oder jeder Einzelne unter dem genau versteht. Aber generell lässt sich sagen, dass die Unzufriedenheit mit der Demokratie eher als vom Prinzip her eher gering ausfällt. Das heißt also, die Unterstützung für die Demokratie ist bei jungen Österreichern sehr, sehr stark ausgeprägt. Das übersetzt sich jetzt nicht aber immer in entsprechende politische Aktivität. Wenn wir uns jetzt zum einen Thema der politischen Beteiligung kommen, sehen wir uns erstmal die Beteiligung, also die Aktivität online im Internet an. Das ist eine digitale Generation, die sich natürlich digital auch politisch äußert. Da sehen wir, dass also eben eher die passiveren Aktivitäten, eine Petition teilen, eine Medienseite besuchen, einer Partei oder vor allem die sozialen Medien als Nachrichtenplattform zu konsumieren, dass das deutlich ausgeprägteres Verhalten ist. Also fast 50% der Jugendlichen oder der jungen Österreicher bezieht ihre Informationen, politische Informationen über soziale Medien in verschiedenen Formen. Dass die eher aktiven Bereiche eher politische Musik teilen, sich einer Gruppe anzuschließen, einer WhatsApp oder Facebook-Gruppe anschließen, Internetprotest oder einen Blog verfassen, dass dort deutlich weniger ausgeprägt sind. Also etwa 75% haben das in dieser Form noch nie gemacht, etwa einen Blog verfassen oder einen Protest teilzunehmen. Dennoch sehen wir, dass also sich politische Meinung sehr stark ins Internet verlagert und verlagert hat. Wenn wir uns jetzt versuchen, das zu berechnen, gibt es statistische Modelle, wo ich dann die verschiedenen Faktoren, die verschiedenen Ursachen gegeneinander vergleichen kann und dann mir errechnen kann, in wie stark Faktoren dann etwa politisches Online-Verhalten erklären. Dann sehen wir in diesem statistischen Modell, dass etwa politisches Wissen, Bildung und Geschlecht keinen Unterschied machen, ob sich Leute politisch online mehr oder weniger aktiv engagieren. Hingegen einen positiven Effekt, also mehr Engagement erfolgt dann, wenn junge Österreicher politisch aufmerksamer sind, das heißt politische Aufmerksamkeit. Beteiligung in der Schulpolitik und auch ein Migrationshintergrund führen eher dazu, dass man sich mehr politisch online betätigt. Im Gegenzug sind sozial ärmere Familienverhältnisse, eher rechtere gesellschaftliche Positionen oder dass die Sozialisierung im Milieu, entweder im Dorf, in einer sehr kleinen ländlichen Struktur oder im Zentrum der Städte, haben eher einen negativen Effekt. Also das sind dort Personen, die sich dann relativ weniger zu ihren Gleichaltrigen entsprechend engagieren. Wenn wir politische Partizipation auf Schulen und Universitäten uns kurz ansehen, dann sehen wir hier sehr stark, dass etwa die häufigste Form, wie man mit Politik in Verbindung tritt, die Diskussion im Unterricht ist. Also fast mehr als die Hälfte gibt an, in den Schulen über Politik zu sprechen. Wir sehen, dass in allen anderen Bereichen sind die Beteiligungen deutlich geringer. Dennoch treten viele auch kandidieren als Schul- oder Klassensprecher oder Schülervertreter. Deutlich geringere ist die Teilnahme an Demokratiewerkstätten, Schülerversammlungen, Schüler- und Jugendparlamenten. Aber nochmal, die Diskussion in der Schule ist ein wichtiges
hinführen zu Politik. Und wir sehen dann, dass das dann auch sehr ein sehr entscheidender Faktor ist, was die Beteiligung junger Österreicher und Österreicher betrifft. Wenn wir uns jetzt ansehen, wo engagieren sich und beteiligen sich Junge und wir traditionelle von neuen oder zivilgesellschaftlichen Organisationen unterscheiden, dann würden also bei traditionellen Organisationen würden wir an Gewerkschaften, an Parteien, an Kammern, an Trachten, Traditionsvereinigungen, an Jugend- und Sportvereinigungen denken, während wir bei neueren eben sind diverse soziale Organisationen, Umweltschutz, Tierschutzgruppen, Friedensbewegungen, Frauen, LGBTQ-Gruppen und ähnliche Organisationen. Wenn wir das uns jetzt ansehen und welche Gruppen sind in welchen dieser Organisationen engagiert, dann sehen wir natürlich, dass relativ viele in Sportvereinen, Sportorganisationen tätig sind, aber auch in Traditionsvereinigungen, aber dennoch fast eine ähnliche Anzahl in diversen Umweltschutz-, Tierschutzgruppen und vor allem zum Beispiel in Fridays for Futures auch tätig sind. Immerhin 15%. Dann wird das gefolgt von Beteiligungen bei der Feuerwehr, oder bei Rettungsvereinigungen, dann deutlich weniger bei Parteien, Gewerkschaften und Kirchen. Also und etwa zwischen 6 und 7% sind in Bürgerinitiativen aktiv. Das heißt, dennoch, wir müssen immer hier dazu sagen, dass natürlich die junge Menschen auch jene sind, die relativ geringe Zeitkontingente zur Verfügung haben, sind ziemlich durchterminisiert. Also man muss das auch immer in Relation dazu setzen, wie viel Zeit für andere Dinge aufgeht. Etwa 40% sind in keiner Organisation engagiert. Wenn wir uns das jetzt kurz nach Geschlecht ansehen, da sehen wir auch interessante Unterschiede im Engagement von Männern und Frauen. Wir sehen, dass Männer deutlich stärker in traditionellen Organisationen engagiert sind. Also Klassik, Frauen in Umweltgruppen, Männer etwa bei Rettungsorganisationen. Ganz interessant auch, wenn wir uns bei Parteien ansehen, dass Männer deutlich häufiger bei Parteien und auch bei der Gewerkschaft engagiert sind. Also, dass hier dieses traditionelle Gender-Rollenbild, dass sich Männer eher als Kandidaten aufstellen lassen für traditionelle Organisationsformen, dass das immer noch deutlich stärker ist. Insgesamt sind etwa bei Frauen 43, 44% nicht engagiert. Bei Männern ist dieser Prozentsatz etwas geringer, aber liegt etwa über einem Drittel. Wir kommen schon in Richtung Ende. Wenn wir uns noch das mal noch mal ansehen für Migrations- und ohne Migrationshintergrund, dann sehen wir hier, dass die Vorstellung, dass vielleicht Menschen mit Migrationshintergrund eher ausgeschlossen und abgehängt sind, sich weniger engagiert, dass das nicht stimmt, sondern sind teilweise sogar mehr engagiert in bestimmten Organisationen. Aber es gibt einfach keinen signifikanten Unterschied zwischen den jungen Österreichern, Österreichern mit und ohne Migrationshintergrund. Vielleicht, dass jene ohne Migrationshintergrund noch etwas stärker in traditionelleren Organisationen verhaftet sind und jene mit eher in neuen Gruppierungen, Organisationen. Aber man sieht es hier sehr schön, dass das durchaus sehr ähnlich ist. Wenn wir uns ganz am Schluss dann die politischen Aktivitäten überhaupt nach Häufigkeit ansehen, dann sehen wir, dass etwa 45% an Volksbegehren teilgenommen haben, dass das dann sukzessive abnimmt. Demonstrationen ungefähr 30%, Bürgerinitiativen 20% und Engagement in Parteien und Verbänden knapp unter 20%, illegale Demonstrationen 10% und natürlich relativ wenige selbst für ein Amt kandidieren wollen. Ungefähr 16, also 17% gibt an, bei keinen dieser Aktivitäten mitmachen zu wollen. Das sind jetzt hier die Zahlen für Österreich. Wenn wir uns politische Partizipation insgesamt erklären und uns viele dieser Ursachen ansehen und dann die miteinander in Bezug setzen, dann sehen wir, dass also für die allgemeine politische Partizipation die Wohngegend eigentlich egal ist, dass der Bildungsgrad auch interessanterweise keinen Effekt hat
oder der Migrationshintergrund, sondern dass politische Aufmerksamkeit, politisches Wissen, die Beteiligung in der Schulpolitik und auch die Unzufriedenheit mit der Demokratie, dass man was ändern möchte, dass das einen positiven Effekt hat, dass man sich dann stärker engagiert. Und auch hier sehen wir wieder, dass sozial ärmere Familienverhältnisse, das weibliche Geschlecht und auch eine Religiosität eher einen negativen Faktor. Also wenn jemand, je religiöser Personen sind, desto sie fahren weniger häufig, beteiligen sich oder engagieren sich politisch in unserer Umfrage. Unser Fazit am Ende wäre folgendes, und das ist jetzt nicht nur auf Basis der Präsentation, sondern der Studie und der anderen Erkenntnisse insgesamt, wie das Jugendliche in einer sehr stark multikulturellen und Migration geprägten Welt sozialisiert sind, dass die Politikeinstellungen über soziale Medien geprägt werden, dass aber der Migrationshintergrund hier keinen Unterschied macht. Jugendliche sind durchaus überzeugt von der Demokratie, aber politische Unzufriedenheit motiviert Protest. Es herrschen ausgeprägte Zukunftssorgen. Es gibt auch eine gewisse Distanz zum System. Ungefähr die Hälfte der Befragten ist politisch nicht aktiv. Wie gesagt, die Konkurrenz mit vielen Aktivitäten ist hier ein sehr ernstzunehmender Faktor. Ein Drittel zeigt Bereitschaft zu weitergehenden politischen Aktivitäten. Eher linksorientierte, eher unzufriedene und eher politisch interessierte Junge zeigen die größte Tendenz zur politischen Aktivität. Es gibt immer noch sehr stark gendergeprägte Politikvorstellungen, was politisches Engagement betrifft. Und interessant ist auch, dass wir eine beträchtliche Diskrepanz sehen im wahrgenommenen und in der tatsächlichen Medienkompetenz, also wenn man bestimmte Dinge abfragt. Unser Fazit, also welche Lehren nimmt man jetzt mit? Es wäre wichtig, Medienkompetenz zu vermitteln. Es ist wichtig, politische Bildung und Demokratiepraxis zu stärken. Und zwar nicht nur jetzt Demokratiebildung im Sinne von Zahlen, Daten, Fakten, sondern viel stärker Rollenspiel, Übung, Praxis. Also, dass man das auch wirklich versteht, wie diese Prozesse ablaufen, dass man selber auch ausübt. Und dass die Politik, vor allem etablierte Parteien, Verbände, einen Strategiewechsel brauchen, um junge Leute zu erreichen. Wir haben zum Beispiel damit schließe ich, in einer Frage hatten wir gefragt, das war die Landtagswahlen waren in Oberösterreich, ob den jungen Leuten politische Werbung auffiel. Und den meisten fiel diese politische Werbung weder online auf noch offline. Und das zeigt einfach, dass die politische Kommunikation von Parteien und Verbänden einfach an jungen Österreicherinnen und Österreichern vorbeigeht. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen.